Was machen? Dann gucken wir, meine Framerates so stehen. Ja, genauso wie ich aufnehme eigentlich. Ich könnte jetzt zwar die Framerates auf 200 auf bei der Fraps-Datei, also bei Fraps selbst, kann ich jetzt hochdrehen, also auf 200 Fraps beispielsweise, und dann läuft es ja nicht auf 200 Fraps. Dann ist es nicht mehr so verschwommen. Beziehungsweise es läuft dann sicherlich mega flüssig. So. Ach, da unten haben wir ja schon Stein. Interessant. Sammeln wir noch die ganzen Sachen hier ein. So. Boah, ich dachte schon, wow, das war jetzt ein bisschen knapp. So. Zack. Ja. Müssen wir eben nochmal was holen und jetzt komme ich aber nicht mal hoch. Schön. Mal jetzt wieder so lange, bis die gute Schaufel daran glauben muss. So. 36, naja. Inne zwar den Namen der G36, aber trotzdem hat es damit immer noch nichts zu tun. Huch. So. Das wollte ich nicht. So. Naja, also von der Größe her ist es ja nicht schlecht. So. So groß wird das Gehege der... Doch, der das Gehege der... Ja, doch. Dann kommt hier der Eingang rein. Okay. Ich hatte das gerade irgendwie vor dem Blackout. Wusste nicht, was ich machen soll. Bis es mir jetzt wieder einfiel, dass ich eigentlich noch die ganze Erde machen wollte. Ich wette, der gute Gronkh hatte nicht das Problem mit dem Begradigen. Ich habe noch eine kleine, ich sag's mal, beschissene Lage ausgesucht vom Haus her. Aber naja. Ich schreibe hier unten einfach hin, ehret ihn oder ehrt ihn nicht. Nee, ehret ihn oder ihr werdet euren... naja, ich sag's mal lieber nicht. Hurra, es fängt an zu laggen. Das heißt wohl... Nee. Das könnte nach meinen Vermutungen heißen, dass bald der Speicher alle ist. Das heißt, ich muss mir mal eine externe Festplatte kaufen, die leider sau viel zurzeit kosten. Das kann ich weg. So. Naja, also so klein ist es ja jetzt auch nicht. Ich will ja keinen mega fetten Bauernhof machen, so wie Gronkh. Es reicht mir eigentlich, dass es ein Bauernhof ist, weil Gronkh hat ja noch zusätzlich
Gewächssachen da, also Zuckerrohr, Melonen, die ich nicht habe. Und ja, ist ein bisschen scheiße, dass ich keine momentan finde, beziehungsweise, ja, es ist ja gleich Nacht. Dass ich keine finde, weil ich finde einfach keine Zufallsdungeons, sprich mit so vergessenen Minen. Und ja, das ist ein bisschen schwierig dann. Na, ich will ja gerade sowieso gerade wieder ein bisschen essen. So. Was mir auch vor allem aufgefallen ist, ich habe in Minecraft habe ich genau 57 Parts vorgerendert. Und bei Mafia 2 oder eben Lego Harry Potter nur 16 Parts bis 19 Parts. Also ist mir Minecraft momentan mehr am Herzen als meine anderen Projekte. Ach, apropos Projekte. Ich werde hundertprozentig Assassin's Creed 3 Let's Playen. Auf das Ganze auf der PS3, damit es mal wieder ein schönes PS3-Projekt wird. Und ja. Hier könnte man eigentlich unseren Hafen hinbauen. Oh ja, der eignet sich dafür wirklich gut. Da können wir nämlich hier wieder so Schiffe hinbauen, zwei. Wenn nicht sogar fünf, da können wir jetzt so einen Flottenkampf machen oder so. Ja. Ich hab Großes geplant. Ich werde jetzt erstmal noch die Erde bis dahin begradigen und dann werde ich mal einen Cut machen. Sprich, ich werde dann mal für die Aufnahmesession aufhören. Ich bin eigentlich beim Let's Play gar nicht mal so lange am Zocken. Immer meistens so eine Stunde, bis ich halt drei Parts oder so, vier, fünf Parts zusammenbringe. Und ja. In die Erde ein Loch zwangen wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber naja, wenn ihr es wollt. Ich wollte sowieso bloß bis daher, ne? Das wohin wollte ich bis dahin, ne? So. Ja. Sieht doch jetzt schon mal nicht schlecht aus. So. Oh, da unten ist ja schon Gestein. Das heißt, dass ich da ein bisschen was verkleiden muss. Und verkleiden meine ich jetzt raus damit. Und Erde rein. Ja. So. Dann hätten wir das doch eigentlich dann schon mal geschafft, oder? Nee, da. Ich glaube, ich muss noch einmal oder zweimal muss ich nochmal Erde holen. Wie oft noch ungefähr, ja. Haben einfach einen halben Stack nochmal. So, da müssen wir nochmal verkleiden. Jetzt tun wir hier einfach noch ein bisschen was nehmen. So, und schon haben wir genau einen halben Stack. So. Mal gucken, ob es ausreicht.
könnte knapp werden. Jo. Mir fehlen noch 4, 3, 4, 8. 8 noch. 8 Stück noch. So. Dann haben wir das Ganze ja auch wieder geschafft. So, meine lieben Freunde. Ich mache jetzt hier wieder mal einen Schnitt. Ich hoffe, es hat euch schon mal wie immer gefallen. Natürlich auch wieder muss ich jetzt mit meinem Hair-Tutorial-Gesülze kommen und jeder YouTuber seinen Lieblingsspruch eigentlich kommentieren, abonnieren, Daumen hoch nicht vergessen. Das tut mich nämlich auch anspornen, weil wie bekanntlich macht es ja kein YouTuber Spaß, wenn man zu wenig Klicks beziehungsweise einfach seine Begeisterung daran verliert, weil man einfach keine Aktivitäten von den Abonnenten sieht, hört und so. Ja, ich verabschiede mich und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, Leute!